bügeln. Oh Gott, das macht meine Frau. Also ich bügele überhaupt nicht. Wenn ich ein Hemd bügele, nicht, das sieht schlimmer aus wie vorher. Ich habe immer bügelfreie Hemden gekauft. Als Mann sage ich da gar nichts zu. Ich bügele nichts. Und auch Topmodel Markus Schenkenberg ist kein Fan vom Bügeln. Das erzählt er uns vor ein paar Tagen bei einem Besuch im Harz. Naja, ich mag Bügel nicht. Ich habe meine eigene Kollektion und die muss man nicht bügeln. Die packt man einfach in die Waschmaschine und die trocknet dann in 20 Minuten und fertig ist sie. Bügeln und Männer, das passt einfach nicht zusammen. Aber eine Ausnahme gibt es, Werner Blum aus Dörfherden. Er sammelt, Achtung, Bügeleisen. Über 800 hat er schon und es sollen auch noch mehr werden. Ob besonders klein, schwer oder aus Porzellan zur Deko, hier gibt es alles. Auch um Hüte oder Rüschen zu glätten, hat Werner das passende Bügeleisen. Die sammeln alle bescheuert, ich gehöre da auch nicht mit zu. Auf knapp 18 Quadratmetern reihen sich hier die antiken Bügeleisen aneinander. Die ältesten sind von 1700. Die sogenannten Setzeisen stellte man zum Aufheizen auf einen Ofen. Danach kamen die Bolzeneisen, heißt Bolzen aufheizen und rein damit ins Bügeleisen. Im 18. Jahrhundert folgten Kohle- und Gaseisen. Und dann kam der Strom. Uninteressant für Werner und deshalb sind seine Bügeleisen alle mindestens 60 Jahre alt. Und die kuriosesten sind seine Lieblinge. Das ist mein größtes Stück meiner Sammlung. Das ist ein indisches Teppichbügeleisen. Ja, dieses ist aus meiner Sammlung auch was Außergewöhnliches. Das ist ein Krawattenbügeleisen. Ja, dieses hier ist ein seltsames Stück, das habe ich geschenkt gekriegt. Das ist ein Bügeleisen. Wie man hört, das ist der Bügel und das ist der Eisen. Insgesamt 11.500 verschiedene nicht-elektrische Bügeleisen sind im Umlauf. Besonders schön findet Werner die kleinen Unterschiede. Gravuren oder eingemeißelte Motive unterscheiden die schmiedeeisernen Stücke. Auch die Untersetzer sind handgefertigte Einzelstücke. Und deshalb oft teurer als das Bügeleisen selbst. Um die 60 Euro kosten die Eisen und die teuersten sind aus Messing. Ja, das ist ein außergewöhnliches Stück, das ist ein Österreicher, ein Messingeisen. Und der Sammler wird da ziemlich hoch gehandelt, so ungefähr bei 1000 Euro. Werner zieht für seine Sammelleidenschaft von Flohmarkt zu Flohmarkt. Kein billiges Hobby, aber das ist für den 67-jährigen Rentner nicht so wichtig. Und wenn man junge Leute hat, die das Verhältnis zu dieser Antiquitäten nicht haben, die sagen, nimm den Scheiß mit, das muss ich ihn wieder mit nach Hause nehmen. Das ist das Schönste, wenn man wieder eins ergattert hat. Und deshalb wächst seine Sammlung von Tag zu Tag. Ein schönes Hobby, aber praktisch ist es nicht. Denn wenn es an den Haushalt geht, dann kommt Werner mit seinem Bügeleisen nicht weit. Denn das Bügeln übernimmt seine Frau. Mit einem elektrischen Bügeleisen. Das bisschen Haushalt macht sich von allein, sagt mein Mann. Das bisschen Haushalt kann so schlimm nicht sein.